Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid Himmel. Mein Name ist Phil Good und ich grüße euch. Hey, Phil, warum sifft mein Verdampfer? Ihr habt schon gelesen im Titel dieses Videos. Das ist im Moment die häufigst gestellte Frage in meinem Kanal. Also die bekomme ich wirklich 3 bis 5 Mal täglich mindestens, am Wochenende eher mehr. Also wirklich, das ist offensichtlich, da haben viele Leute Probleme mit. Und es ist halt nicht einfach, das dann per E-Mail zu beantworten. Aber deshalb möchte ich dieses Video darüber machen, weil es sind eigentlich immer die gleichen Punkte. Es ist bei allen Verdampfern ungefähr gleich und es sind immer die gleichen Punkte, die man abchecken muss. Und das möchte ich euch heute in diesem Video erklären. Ganz interessant übrigens noch, die Fragenstellung hat sich im letzten Jahr, in den letzten 1,5 Jahren komplett geändert. Ihr wisst es vielleicht noch, ich habe schon ein Video gemacht, das heißt, Phil, warum kokelt mein Verdampfer? Und jetzt, das war damals die meistgestellte Frage. Und das hat sich komplett gewandelt, eben heute heißt es, Phil, warum sifft mein Verdampfer? Das ist interessant, oder? Es ist aber einigermaßen einfach zu erklären, es ist, weil jetzt all diese Sub-Ohm-Verdampfer, diese Sub-Ohm-Tanks auf den Markt gekommen sind und diese Tanks haben natürlich viel größere Liquidführungen, viel größere Luftführungen und beides zusammen kann eben dazu führen, dass ein Verdampfer sifft. Wobei, in aller Regel siffen die nicht, außer es ist ein Fehler vorhanden und diesen Fehler suchen wir in diesem Video. Gut, zuallererst müssen wir die Begrifflichkeit erklären. Weil ich habe gemerkt, bei ganz vielen, die mir schreiben, Phil, mein Verdampfer sifft, sifft er nämlich gar nicht, sondern es geht um Kondenswasser. Das ist eine ganz andere Geschichte mit anderen Ursachen. Wenn ein Verdampfer sifft, dann heißt das, das Liquid, das eigentliche Liquid, läuft aus dem Tank heraus, durch die Luftführung oder wo es auch immer kann. Das ist Siffen. Aber Kondenswasser ist eine ganz andere Geschichte. Kondenswasser entsteht bei jedem Verdampfer. Weil ihr müsst euch vorstellen, das Liquid wird verdampft. Wir haben also einen warmen Dampf und der gerät an kalte Geräteteile. Und da schlägt sich eben dann dieser Nebel nieder zu kleinen Tröpfchen und das ist das Kondenswasser. Wenn man das in den Mund kriegt, dann schmeckt das zwar wie Liquid, da sind Liquid-Bestandteile drin, aber es ist nicht Liquid, es ist Kondenswasser. Es ist übrigens ganz grausig, eben die es schon erlebt haben, die wissen es, das ist nicht lecker, wirklich nicht und das möchte man nicht. So, das kann man aber ganz einfach beheben. Kondenswasser kann man beheben und zwar, wenn man den Verdampfer, wenn man ihn befüllt, zum Beispiel hier einen E-Volt-Verdampfer, wenn ich den auf dem Kopf habe und aufschraube und ein Zewa drunter halte, dann wird der Verdampfer nachher kein Kondenswasser mehr durch die Luftführung bringen. Ich zeige, ich kann das euch ganz schlecht zeigen, weil man dazu beide Hände braucht und ein Zewa. Ich habe da eine andere Einstellung gemacht, die ich euch kurz zeigen möchte. Ich muss nur meine Mats finden. Ah, hier ist die Mats ab. So, ihr seht hier meine Kanga E-Volt. Wundert euch nicht, wie die aussieht. Die sieht übel aus, aber für mich ist die ein Alltagsgerät. Ich habe die tagtäglich dabei. Wer mich schon getroffen hat, weiß das. Also ich habe die wirklich im Dauergebrauch. So, wir schrauben die jetzt auf, wie wenn wir sie befüllen möchten. Wir möchten die auch befüllen. Und jetzt tupfen wir beides hier, also Mundstück und den Verdampferkopf auf das Zewa. Und ihr seht, da kommt je ein Tröpfchen raus. So, seht ihr, oder? Das war Kondenswasser. Jetzt füllen wir den Verdampfer auf, wie man das halt kennt, bis oben hin zum Luftröhrchen. Wir schrauben das Gerät wieder zu und jetzt gleich drücken wir das noch einmal hier ins Zewa und ihr werdet sehen, da kommt noch ein bisschen mehr raus. Hier könnt ihr es, glaube ich, gut sehen. Das ist das Kondenswasser. So. Und wenn ihr das so macht, dann werdet ihr nachher keine Probleme mehr haben mit dem Kondenswasser, weil eben es ist raus. Und gewöhnt euch bitte an, das bei jedem Befüllen zu machen. Es geht natürlich nicht bei jedem Verdampfer genauso, bei den Subtanks ist es vielleicht ein bisschen anders, aber es schadet grundsätzlich nie, auch zum Beispiel bei einer Ewig, mal wirklich Mundstück abnehmen und das Ding auf dem Kopf auf ein Zewa stellen.
Das schadet grundsätzlich nie, das könnt ihr immer machen und da kommt immer ein Tröpfchen Kondenswasser raus und es ist lieber, wir haben es im Zewa, als dass wir es im Mund haben. Also das ist eine Sache, aber das ist nicht Siffen, das ist nur das Kondenswasser. Wann kann ein Verdampfer siffen? Alle unsere Verdampfer arbeiten eigentlich nach dem gleichen System. Es sind BCCs, also Bottom Coil Clearomizer. Das heißt, wir haben den Verdampferwendel hier unten, also den Verdampferkopf, der ist hier unten eingeschraubt. Und im Verdampfer selber herrscht eine Balance zwischen Liquid und Luft. Nun, wenn diese Balance gestört wird, das heißt, wenn Fremdluft gezogen werden kann, dann fällt dieses Gleichgewicht aus dem Rahmen und dann wird es anfangen zu siffen. Also das ist mal die wichtigste Aussage. Diese Verdampfer siffen eigentlich nur, wenn sie irgendwo Fremdluft oder Falschluft ziehen können. Diese Systeme müssen immer verschlossen sein. Wie kann man das kontrollieren? Indem man schaut, wo die O-Ringe sind. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch einen neuen Verdampfer kauft, egal was es ist, Subtank, Anfängergerät, ganz egal, macht den mal auf und schaut, wo die O-Ringe sind. Wir machen das mal. Das ist jetzt ein ganz klassischer Kanga EVOD 1. Aber es ist immer gleich an allen Verdampfern. Ihr seht, hier oben ist eine Dichtung. Das ist diese Kappe drauf. Hier ist eine Dichtung und hier unten noch eine. Also schaut euch das immer an. Merkt euch, wo die Dichtungen sind. Ganz wichtig, in der Mitte, ihr seht das Luftröhrchen. Und hier diese Kappe aus Silikon hier, die dichtet das Luftröhrchen gegen den Tank ab. Wenn diese Kappe fehlen sollte, dann wird es euch siffen, dann wird euch das Liquid unten rauslaufen. Und genau so ist es bei allen Verdampfern in dieser Klasse, also diesen BCCs. Und wir haben ja eigentlich nur noch BCCs. Hier haben wir einen GS Air, den machen wir auch auf. Hier seht ihr wieder das Luftloch natürlich. Wir haben wieder auf dem Verdampferkopf hier diese Dichtung, die das Luftröhrchen abdichtet. Und wir haben hier unten einen weiteren O-Ring. Also merkt euch immer, wo die sind. Wenn ihr den Verdampferkopf rausschraubt, dann werdet ihr sehen, dass da noch weitere Dichtungen sind. Auch die müssen vorhanden sein. Wenn die fehlen oder defekt sind, dann wird es euch auch siffen. Also das ist wirklich bei jedem dieser Verdampfer genau das Gleiche. Was haben wir hier noch? Ein Ego One Mega. Wieder die gleiche Geschichte. Hier, ihr seht hier natürlich diesen blauen O-Ring und ihr seht hier unten wieder einen weißen O-Ring und auch hier, wenn wir den Verdampferkopf rausschrauben, hoppala, das war fast schon zu erwarten, dann sehen wir auch hier nochmal zwei O-Ringe. Also, merkt euch, wo diese sind. Ihr könnt das auch fotografieren. Ich mache das nicht immer, ich bin ein bisschen nachlässig. Aber weil ich so viele verschiedene Geräte in der Hand habe, hatte ich mir eigentlich mal angewöhnt, ich würde das immer fotografieren. Ich mache es nicht konsequent. Aber es wäre eigentlich eine gute Sache, weil wenn er sifft, dann könnt ihr nachschauen und sagen, aha, da müsste ein O-Ring sein, der ist nicht mehr da. Oder der ist kaputt. Kontrolliert die O-Ringe, sind die vielleicht irgendwo gerissen? Das kann immer mal passieren, beim Zuschrauben, beim Aufschrauben. Es kann sein, dass so ein O-Ring reißt. Und dann eben, dann zieht der Verdampfer Fremdluft und dann kann es euch siffen. Ich habe hier noch einen Subtank, das ist der Inokin Apex, der iSub Apex. Hier seht ihr da unten eine Dichtung und hier muss man jetzt den Verdampfer so rausziehen. Das ist ein bisschen anders. Ihr seht hier drin, könnt ihr es sehen? Seht ihr hier im Gewinde ist hier die Dichtung drin. Also das ist jetzt ein bisschen anders. Aber im Grundsatz ist es genau das Gleiche. Die O-Ringe müssen da sein und sie müssen intakt sein. Das ist eigentlich der häufigste Fehler, wenn es sifft. Und eben, das habt ihr sehr schnell gefunden, das dauert keine 2 Minuten, habt ihr das gesehen. Wenn ihr Verdampfer habt, die Topfilling sind, hier, das ist so einer zum Beispiel, ihr könnt hier oben aufschrauben, dann könnt ihr Liquid einfüllen und dann könnt ihr wieder zumachen.
Wenn ihr jetzt vergesst, hier zuzumachen, dann wird es auch siffen, weil eben dann kann er hier oben Fremdluft respektive Falschluft ziehen. Also genau das gleiche, wie wenn irgendwo eine Dichtung kaputt wäre. Da müsst ihr auch drauf achten. Am Anfang passiert das übrigens, man vergisst es einfach, man macht auf, befüllt und dampft. Oh scheiße, jetzt sifft er, Entschuldigung, scheiße, sagt man nicht in dem Video. Also einfach, der Verdampfer darf keine Falschluft, darf keine Fremdluft ziehen und dann wird er euch auch nicht siffen. Was man auch beachten muss, sind die Tanks. Das ist jetzt ein Glastank, der ist relativ unkompliziert. Aber wenn ihr einen Tank habt, ich habe jetzt hier nur Glastanks, der zum Beispiel spröde ist oder der schon rissig ist, dann kann es auch sein, dass eben durch diese Risse im Tank, dass da Fremdluft gezogen wird, mit dem gleichen Ergebnis, dass es auch wieder sifft. Es gibt sogar Tanks, der hier jetzt nicht der GSR, bei dem das Gewinde im Plastiktank eingefräst ist. Und die sind natürlich besonders heikel, weil wenn ihr da 100-mal zu- und aufgeschraubt habt, dann ist möglich, dass da ein Zacken fehlt am Gewinde. Und dann kann es bereits Luft ziehen und kann es schon siffen. Ihr solltet das ist der nächste Punkt, ihr solltet die Gewinde immer kontrollieren. Vielleicht habt ihr irgendwo einen Fussel drin oder was auch immer. Und auch das kann unter Umständen, kann sich schon negativ auf den Luftfluss eben auswirken, dass falsche Luft gezogen wird. Also das ist das Erste, was ihr kontrollieren könnt. Wenn das alles nicht der Fall ist, wenn ihr sagt, nein, mein Verdampfer ist dicht, das ist alles okay, dann ist das zwar einerseits schön, bedeutet aber auf der anderen Seite, dass wir jetzt den Fehler immer noch nicht gefunden haben. So, und dann kommt der nächste Punkt, der genauso häufig ist wie das Fremdluftziehen, und das ist der Verdampferkopf. Wir schauen es wieder hier am GSR an, ihr kennt das natürlich alle, ihr habt das schon im Laden so mitbekommen, das ist das Verdampfertöpfchen. Die Dichtungen haben wir ja schon kontrolliert, wissen wir, dass die alle da sind, aber das ist einfach Verschleißteil. Und diese Verdampferköpfe, die lassen halt mit der Zeit in der Leistung nach und weil sich die Wendel zusetzen. Die Wendel setzen sich zu, einerseits durch Verunreinigung aus der Raumluft, andererseits können auch gewisse Liquids das fördern. Ich habe Glück, ich dampfe vorwiegend Menthol und Menthol ist sehr, sehr gnädig zu den Wendeln. Also die setzen sich dann nicht so schnell zu. Wenn ihr jetzt ein Kaffee-Liquid dampft und auch so ein richtig starkes, dunkles Tabak-Liquid, dann setzen sich die Wendel natürlich viel schneller zu. Und dann kann es eben sein, dass der Wendel, wenn der so verkrustet ist und schwarz ist, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass er dann einfach das Liquid, das nachfließt, nicht mehr alles verdampfen kann. Und dann muss das Liquid irgendwo hin und dann kann es eben dennoch sein, dass er sifft, auch wenn ihr sonst alle Dichtungen und Gewinde dicht habt. Also der Verdampferkopf ist sicherlich auch ein es ist kein Unsicherheitsfaktor, aber man muss einfach wissen, dass es ein Verschleißteil ist. Und wenn der Verdampfer sifft, ihr habt Dichtungen, Gewinde kontrolliert und er sifft immer noch, dann müsst ihr in jedem Fall den Verdampferkopf auswechseln. Das ist bei allen Verdampferköpfen so. Es ist egal, ob ihr ein Anfängergerät habt oder einen super duper Subtank, was auch immer. Also das ist von diesen ganz, ganz kleinen Köpfen so bis zu diesen riesen Fässern hier vom TFV4. Es sind alles Verschleißteile. Und wenn sie die Leistung nicht mehr bringen, dann können sie der Grund sein, warum es sifft. Tja, also jetzt wisst ihr, was man tut, wenn der Verdampfer sifft. Wenn er wirklich sifft, denkt immer an das Kondenswasser. Das ist zwar unangenehm, aber das ist nicht wirklich ein Siffen. Ich hoffe, ich konnte damit sehr vielen helfen. Wenn ihr ein weiterführendes Problem habt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich versuche euch natürlich immer zu helfen, sofern das via Fernwartung auch möglich ist. Das ist natürlich immer ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, mit diesen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, da werdet ihr schon ganz viele Lösungen finden, für falls ein Problem bei euch oder bei eurem Verdampfer, besser gesagt, auftaucht. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.